Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop Oktober 2020 für den Aszendenten Waage. Ja, natürlich macht es Sinn, bevor wir loslegen, dass du deinen Aszendenten kennst. Ist das noch nicht der Fall? Klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir gratis berechnen kannst. Ansonsten möchte ich dich gleich am Anfang herzlich einladen. Nimm teil am Zukunftsblick an der fünftägigen Erforschungsreise, die mein Ehemann und Kollege Gerhard Feiner veranstaltet. Sie startet bald am 14. Oktober und zusätzlich zu den Informationen, die du bekommst oder beziehungsweise den Techniken, die du selbst erlernst, um deine Zukunft zu deuten ein Stück weit, hast du auch die Chance, Preise zu gewinnen, nämlich ein Gratiszugang zur vedischen Astrologie Online-Schule. Du siehst hier die Webseite aufgeführt mit dem Namen, wo du dich anmelden kannst. Du hast auch die Möglichkeit, unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung dort direkt auf den Link zu klicken. Gut, jetzt zurück zu deinem Monatshoroskop und da beginne ich gleich mit deinem Aszendenten, mit der Waage. Und da sehe ich als erstes, dass am 16. Oktober in der Waage der Neumond ist. Ja, der Neumond wird ja um den 16. herum plus minus einen Tag Dinge bewusst machen, die du noch nicht so gut gemacht hast, bezüglich ja deiner Lebensausrichtung, deines Körpers oder deiner eigenen Persönlichkeit. Er kann dir hier sozusagen etwas, wo du dich noch nicht so gut um dich kümmerst, klar machen und zeigen. Und wenn du dich dann um diese Sache besser kümmerst, wirst du dafür auch etwas loslassen müssen. Ja, der Neumond kann etwas bringen, dir etwas bewusst machen, aber gleichzeitig wirst du dann, um es haben zu können, etwas loslassen müssen. Des Weiteren sehe ich bei dir die Sonne im Aszendenten. Die ist dort bis zum 22. Oktober. Das bedeutet, Themen, die mit deinem Ansehen zu tun haben, mit deinem Status, mit deinem Beruf, mit deiner Karriere, werden jetzt wichtiger für dich in, ja, bis zum 22. Oktober. Gleichzeitig wird die Sonne dir auch gewisse Opfer abverlangen. Opfer, wenn es darum geht, dass du dich gut um deinen Körper kümmerst. Opfer, wenn es darum geht, dich in deiner Persönlichkeit zu entwickeln. Opfer, wenn es darum geht, deinen Lebensweg zu gestalten. Es kann auch sein, dass du jetzt mehr Führung übernimmst, dass du inspiriert bist, ja, mehr Verantwortung zu übernehmen, dich mehr zu zeigen mit dir als Persönlichkeit. Verantwortung für deinen eigenen Lebensweg mehr zu übernehmen, mehr in eine führende, inspirierende Rolle hineinzukommen. Auch Autoritäten, der Vater, ein Chef oder Regierungsstellen können jetzt einen größeren Einfluss auf dich haben. Dann sehe ich den Merkur. Der Merkur befindet sich fast den ganzen Monat im zweiten Haus bei dir. Am 15. Oktober wird er rückläufig, so dass er dann am 29. Oktober sogar in die Waage zurückgeht für ein paar Tage. Die meiste Zeit ist er aber im zweiten Haus. Der Merkur steht dafür, dass du lernen willst, dass du Informationen sammeln willst, dass du forschen willst, in welchen Bereichen, in den Bereichen des zweiten Hauses. Da geht es um das Verdienen deines Lebensunterhalts. Da geht es um deine Verantwortungsbereiche. Da geht es um deine Ressourcen, um deine Verpflichtungen und wie gut du dich darum kümmern kannst. So kannst du jetzt auch effizienter darin werden. Schauen, wie du deine ganzen Verantwortlichkeiten besser managst. Wenn du selbstständig bist, dann kann es jetzt auch Thema sein, wie du durch deine Selbstständigkeit dein Einkommen verbessern kannst, effektiver darin werden kannst. Es kann auch zu gewissen Verpflichtungen kommen in Freundschaften.
denn der Merkur steht auch für Freunde oder auch in Bezug mit mütterlichen Verwandten. Und der Merkur steht auch für, ich sag mal, Kurse oder Ausbildungen, die du jetzt vielleicht absolvierst oder zu einem Ende bringst, die dir wiederum helfen können, auch besser dein Geld einzunehmen, für deinen Lebensunterhalt zu sorgen. Dann haben wir den Mondknoten Ketu im dritten Haus. Ketu möchte etwas abschließen, möchte etwas vollenden. Diese Energie wirkt in die Bereiche des dritten Hauses. Hier geht es um deine Fertigkeiten, hier geht es um deine privaten Interessen. Und das dritte Haus steht aber auch für die nähere Umgebung, für jüngere Geschwister, oder Nachbarn. Also hier möchte auch etwas abgeschlossen werden oder hier läuft jetzt in den Beziehungen mit jüngeren Geschwistern oder Nachbarn mehr etwas karmisch ab. Es kann auch zu plötzlichen Ereignissen mit diesen Menschen oder für diese Menschen kommen. Und wenn es um deine privaten Interessen, wenn es um deine Hobbys geht und du hast hier offene Projekte, dann entweder schließe die ab oder analysiere sie. Und wenn sie dir nicht mehr so wichtig sind, dann lasse sie sogar fallen. Im gegenüberliegenden Haus haben wir stets den anderen Mondknoten. Das ist dann der Mondknoten Rahu. Rahu zeigt einen gewissen Stress an, eine gewisse Unzufriedenheit, eine gewisse Richtungslosigkeit in den Bereichen des neunten Hauses. Das neunte Haus steht für deinen Glauben, für deinen Lebenssinn. So findest du jetzt vielleicht nicht so wirklich einen Sinn in deinem Leben oder nicht mehr so viel Erfüllung durch einen Glauben oder zweifelst an deinem Glauben. Doch diese Zweifel können letztlich auch der Motor sein, dass du dann mehr, ja, auf die Suche dich begibst nach einer Philosophie, nach einem Glauben, nach einer Religion, die zu dir passt. Das neunte Haus steht auch für die Ehe. Also auch der Bereich der Ehe kann jetzt mit gewissen Herausforderungen bei dir verbunden sein. Das neunte Haus steht auch für den Vater. Auch hier kann ein gewisser Stress entweder für den Vater zu sehen sein oder im Umgang mit dem Vater. Im vierten Haus haben wir dann bei dir die zwei großen Lehrer. Das ist der Saturn, das ist der Jupiter. Ja, das vierte Haus steht für dein wahres inneres Wesen, für deine Wünsche und Bedürfnisse. Der Saturn trennt dich jetzt mehr von deinen Gefühlen, trennt dich mehr, dass du wahrnehmen kannst, was du wirklich brauchst, was du wirklich nötig hast, was deine wahren Wünsche sind. Gleichzeitig trennt er dich auch mehr von Jupiter-Gefühlen, also sprich von positiven Gefühlen, von Zuversicht. Und so kann es auch eine Zeit für dich sein, wo du, ich sag jetzt mal, mit alten Gefühlen, die mit Leid oder Schmerz oder Schwere verbunden sind, dich damit auseinandersetzen musst, damit du letztlich dadurch auch wieder freier wirst oder sogar dadurch wächst und dadurch lernst oder einen Sinn sogar in diesen schwierigen Erfahrungen finden kannst. Das vierte Haus steht für dein Zuhause, für Immobilien. Hier gehen jetzt vielleicht die Dinge auch nicht so leicht und rund, wie du es gerne hättest. Auch hier kann es zu Verzögerungen kommen, Problemen auch in Bezug mit Finanzen, in Verbindung mit deinem Zuhause oder mit Immobilien. Gleichzeitig ein starker Saturn, er ist ja stark im Zeichen Steinbock, kann auch Landbesitz anzeigen, Grundbesitz. Vielleicht möchtest du jetzt Grundbesitz erwerben. Und das vierte Haus steht für die Mutter. Also auch hier Mutterthemen sind angesagt, Gefühlsarbeit, Mutterthemen, Altes, was dich hier noch behindert, anschauen, daraus lernen und dann weiter marschieren. Im siebten Haus haben wir bei dir den Mars. Der Mars steht für deine Energie, für deinen Fokus, für deine Disziplin. Wo investierst du deine Energie? Entweder in eine Selbstständigkeit, in das Auswandern. Das sind alles Themen des siebten Hauses, das Leben im Ausland,
in eine Partnerschaft. Natürlich, das siebte Haus steht für die Beziehung und generell auch, ja, ich sag mal, für die Öffentlichkeit, in Themen, die mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Mars ist aber Mars und so sorgt er gerade auch in Beziehungen für gewisse Meinungsauseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten, Konflikte. Wenn du das aber weißt, dass diese Energie am Wirken ist, dann liegt es ja auch an dir, ob du dich darauf einlässt oder dich der Selbstmeisterschaft hingibst. Dafür steht der Mars ja auch, dich disziplinierst, um Konflikte auf eine konstruktive Art und Weise in einer Beziehung oder auch mit Geschäftspartnern oder Partnerinnen auszutragen. Dann haben wir bei dir noch die Venus. Die Venus ist im 12. Haus, fast den ganzen Monat über, genauer gesagt ab dem 3. Oktober bis zum 28. Oktober. Die Venus fühlt sich jetzt nicht so wohl im Haus der Isolation, im Haus des Rückzugs, im Haus der Trennung. Die Venus ist der Planet, der die Liebe anzeigt. So fühlst du dich vielleicht, selbst wenn du in einer Partnerschaft bist, etwas isoliert oder trotzdem einsam und allein. Oder du brauchst, trotzdem, dass du in einer Beziehung bist, auch genügend Auszeiten für dich selbst. Auch das darf sein. Wenn du hingegen Single bist, dann ist das jetzt nicht unbedingt eine gute Zeit, wenn der Planet der Liebe im Haus der Isolation steht, um jemanden kennenzulernen. Gleichzeitig steht die Venus für die Hingabe, für das, was dir Freude bereitet, für das, was du liebst. Und das 12. Haus steht für deine spirituelle Entwicklung und für Meditation, auch für Aufenthalte im Rückzug, wo du dich regenerierst oder wo du heilst. Ein Wellness-Wochenende, ähnliches Reisen, die mit einem Wellness-Charakter verbunden sind oder auch wenn es nur ein Tag ist oder wo du dir etwas Gutes tust und wo du gut zu dir bist, damit du dich regenerieren und erholen kannst, das passt jetzt gut oder dass du dich eben auch mit Hingabe und Freude der Meditation, der Spiritualität oder auch einem bewussten Rückzug widmest. Ansonsten steht das 12. Haus auch für Ausgaben und Kosten. Die Venus steht für ein Auto. Es kann zu Ausgaben kommen wegen einem Auto zum Beispiel oder eben auch, weil du reisen möchtest oder dir einen gewissen Luxus gönnen willst. Das sind alles so die Eigenschaften dieser Venus. Gut, jetzt bin ich am Ende deines Monatshoroskops angekommen. Ich möchte dich zum Schluss noch einmal herzlich einladen. Nimm teil am Zukunftsblick, an der fünftägigen Erforschungsreise, die der Gerhard Feiner veranstaltet, mein Ehemann und Kollege. Du siehst hier die Seite eingeblendet, wo du dich dafür anmelden kannst. Die Reise ist selbstverständlich frei für dich. Du wirst Wege, Methoden, Techniken kennenlernen, um deine eigene Zukunft besser zu entschlüsseln. Und zusätzlich hast du auch noch die Möglichkeit, Preise zu gewinnen, nämlich einen Gratiszugang zur Online-Schule. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung dort gleich auf den Link zu klicken und dann kommst du ebenfalls zur entsprechenden Anmeldeseite. In diesem Sinne bleibt mir nur noch übrig, dir einen fantastischen Monat zu wünschen und viel Freude und viele Erkenntnisse bei der Zukunftsblick auf Forschungsreise. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und bis bald.